So, da sind wir bei Heavy Rain. Weiter geht's. Beim letzten Mal waren wir im Club mit Madison und danach noch mit Norman. Und ja, Paco hat das Zeitliche gesegnet. Und scheinbar war John Shepard derjenige, der ihn getötet hat. Und John Shepard ist auch der Junge, den wir mit Scott und Lauren in den Grabstein graviert gesehen haben. Also noch nicht so ganz sicher, wie diese Geschichte aussieht. Wir sind jetzt erstmal zurück bei Ethan, der ja nicht so gut aussieht nach seiner letzten Prüfung. Wollen wir darauf mal schauen, wie es ihm geht. Was er macht. Und da kommt gerade Madison noch rein. Ethan, ist alles okay? Ich bin ein Mörder. Ich wollte es nicht. Ich hatte keine Wahl. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann's beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Dass das passiert, haben wir uns ja alle schon mal gedacht. Warum eigentlich nicht? Machen wir die Situation doch gefühlsmäßig einfach noch chaotischer. Oh je, da haben wir was gestartet. Ich lasse die Szene einfach mal für sich selbst sprechen, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Ich glaube, ich muss nicht kommentieren, wie zwei Menschen miteinander rummachen. Oh, es ging schnell. What? Holy fuck. Er hat flinke Finger, das hat nicht mal ich gesehen. Ja, es ist schon ein bisschen eine langgezogene Szene, aber wie gesagt, die lasse ich am besten mal für sich selbst stehen und einfach mal unkommentiert. Okay, ja, wie schon gesagt, machen wir es doch einfach gefühlsmäßig noch ein bisschen komplizierter für die beiden. Dass er nicht nur der Kerl aus dem Hotelzimmer von nebenan ist, dem sie mehrmals geholfen hat, sondern ein bisschen mehr. Oder es war vielleicht genau das, was die beiden gebraucht haben. Kann natürlich auch sein. Die Sache zwischen uns hätte unter anderen Umständen eine Chance gehabt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Sie ist der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann. Aber den nächsten Schritt muss ich alleine machen.
Achso, okay, ich dachte, da kommt noch was. Ich hab aber festgehalten. Die letzte Origami-Figur. Dann finde ich meinen Sohn. Richtig, wir haben nämlich noch... Sie schläft noch. Kein Abschied, keine Erklärungen. Ich gehe, bevor sie aufwacht. Wie ein absoluter Gentleman natürlich, ja, sehr gut. Zieh dir erstmal eine Hose an, Junge. Das ist immer gut. Das kannst du selbst in 100 Jahren noch sagen. Hosen werden wahrscheinlich nie aus der Mode kommen. So im Allgemeinen. Okay, die letzte Origami-Figur war... Was war die letzte Origami-Figur? Gute Frage. Ich weiß nicht mehr, was für ein Tier sie war. Wir hatten jetzt mittlerweile die Echse, den Bären, den Schmetterling und ich habe vergessen, was das letzte war. Die Pumpgun. Nee, keine Ahnung. Der Typ hat eine Fahne mit dem Pumpgun. Die letzten Buchstaben. 961 Rainbow Lane. 961 Rainbow Lane. Ich habe schon zu viel Zeit verschwendet. Ich muss die letzte Prüfung schaffen. Das ist allerdings wahr. Wir sollten gucken, dass wir ihre Jacke anziehen. Warte mal, ist auch meine dabei irgendwo? Muss doch meine Jacke sein. Oh Gott, wo ist meine Jacke? Ah, da drunter. Okay. Ist es ihres oder... Seins. Ich glaube, das ist... Ja, okay, das ist ihr Handy. Okay, er weiß jetzt natürlich auch nicht, was er von diesen Bildern denken soll, die sie da auf dem Handy hat. Ist auch uncool, Mann. Du liest eigentlich nicht ihr privates Zeug einfach so, Ethan. Was machst du denn? Das war ja klar. Und ich war die ganze Zeit ahnungslos. Ethan, was ist denn los? Ich hab gedacht, ich bedeute dir was. Hör zu, ich... Hast mich gut verarztet für eine Scheißreporterin! Ethan, ich wollte es dir ja sagen, aber... Wie sollte der Artikel heißen? Mein Leben mit dem Serienkiller? Nein, nein, ich schnappte den Origami-Killer. Vielleicht schreibst du ein Buch darüber. Ich hoffe wirklich, das war es wert. Ethan, es ist anders als... Du hast gelogen, Madison. Du hast die ganze Zeit gelogen. Ich dachte, du hilfst mir, aber es ging dir nur um dieses Scheißbuch. Ist es wirklich so? Holy fuck. Es stimmt. Ich bin Reporter. Ich wusste, dass du der Vater des entführten Kindes bist und ich wollte unbedingt die Story. Aber dann habe ich gesehen, was du durchmachst, um Sean zu retten. Und ich habe begriffen, wie sehr du ihn liebst. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber es ging nicht. Ich hatte Angst, dass du mir vielleicht nicht glaubst. Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Ich will nur, dass du Sean lebend findest. Und wenn alles vorbei ist, dann will ich bei dir sein. Du gewinnst dieses Mal, Frau. Ich hoffe, das stimmt auch. Es tut mir leid, Ethan. Es tut mir so leid. Wobei ich eigentlich mittlerweile schon denke oder dachte, dass wir sie einschätzen können. Nicht wahr? Zur letzten Origami-Figur. Ich finde Sean mit den letzten Buchstaben. Sei vorsichtig. Ich will dich nicht verlieren. Ich hol was zu essen. Nicht weggehen, ich bin in 10 Minuten zurück. Nicht weggehen? Wir müssen zur Prüfung. Warte, was?
Aber Essen ist auch gut. Bring Kaffee mit, bitte. Gott. Wir finden seinen Sohn und beweisen seine Unschuld. Na gut. Ich kann ihm helfen. Er weiß jetzt, wer ich bin. Ja, hoffentlich. Jetzt müssen wir seinen Sohn finden. Und ich weiß auch schon, wo wir anfangen. Ich hatte solche Angst, dass er mir nicht glaubt. Falsch gedacht. Ich hätte alles früher zugeben sollen. Es wäre einfacher gewesen, wenn du es von Anfang an gemacht hättest, definitiv. Aber du kannst froh sein, dass Ethan so groß ist. Ich verliebe mich langsam. Oh, 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 ganz cool. Lass uns erstmal die Sache durchstehen, bevor du mit sowas anfängst. Okay, oh. Okay. Oh Gott, Blake. Was zur Hölle? Was zur Hölle, Blake? Mann, der kennt mich doch. Der kennt mich doch. Also Madison in dem Fall. Cops. Die hier sieht. Die suchen Ethan. Wird wohl ein Überraschungsangriff. Na, Halleluja. Wo ist das fucking Telefon? Da drinnen. Okay. Einfach mal reingehen. Einfach mal reingehen. Für Ethan ist es gelaufen. Halt dich da raus, Madison. Komm schon. Wie war die Nummer? 207. 207. Komm schon, na los! Nimm schon ab! Hallo? Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier verschwinden. Und zwar so schnell, wie es geht. Verdammt nochmal, die stehen nämlich schon direkt vor der Tür. Okay, Crap. Okay, raus hier. Einfach mal raus hier. So gut es geht, hier parkourmäßig durchs Motel laufen, dass wir ihn hier erwischen. Schnappt ihn! Er flieht! Er ist auf dem Balkon! Oh Gott, noch! Oh, wenn es weiterhin so rutschig ist, dann sind wir wahrscheinlich bald unten. Oh, hallo! Ah, Mist, warte hier auf! Okay, das waren jetzt nicht wirklich viele Sekunden, die wir verloren haben, aber oh Gott. Spring! Heilige Scheiße, die sind überall. Oh ja, sehr gut. Genau, auf Sacho. Das ist eine gute Idee. Jetzt nur noch den Wingsuit auspacken und dann irgendwo runtersegeln. Ich glaube nur, dass es nicht so einfach wird für uns. Und durch da. Ach, Alter, wie ein Sprinter. Wie ein verdammter Sprinter. Wow! Holy crap! Durch. Keine Zeit verlieren. Ich sehe mir aber sowas von direkt auf den Fersen. Ich meine, sie können ja auch nicht einfach auf mich schießen. Das ist das Schöne an der Sache. Nicht hinfallen, nicht hinfallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass Ethan schon so viele Schläge eingesteckt hat, ist er wirklich noch gut in Schuss. Dass er so einfach über die Decke entkommen kann. Das war's. Runter auf die Knie. Und die Hände hinter den Kopf. Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind umstellt. Ich glaube kaum. Verdammte Scheiße! Oh Gott. Eieiei. Das sah stabiler von oben aus. Okay, komm schon, wir sind unten. Jetzt sind wir eh schon unten, also lauf. Fuck you, Blake. Kriegst mich nicht. Taxi. Nicht hinfallen, steig ein. Oh nein, halt. Gib mir dein Taxi, noch besser. Keine Fragen. Hohoho. Das war knapp. Das war extrem knapp. Gerade nochmal der Razzia entkommen. Na, Razzia. Oh Mann, oh Mann. Gut, dass sie in dem Moment rausgegangen ist. Zum Essen holen. Das war ja schon... Also, holy shit. Hätte auch schief gehen können, aber nee, wir haben parkourmäßig gezeigt, was wir können und sind hier gerade nochmal entkommen. Loverboy.
Und jetzt geht's weiter mit Scott. Mal sehen, was Scott und Lauren gerade so machen die ganze Zeit. Donnerstag, 23.43 Uhr. Oh ja, da wohne ich. Oder? Ja, genau. Das ist mein Wohnbüro, nenne ich es jetzt mal. Lauren? Wie zur Hölle kommt die hier rein? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. What? Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Shit, nicht gut. Der Typ scheint es auf jeden Fall ernst zu meinen. Na, wunderbar. Lauren. Shit. Nein. Haben sie uns einfach mal im See versenkt. Na, Halleluja. Okay, dann müssen wir mal gucken. Lauren, aufwachen. Lauren. Ob wir hier irgendwie durch Rubbeln der Seile irgendwie rauskommen. Ja. Nein. Oh, shit. Ja, nimm dir eine Scherbe, nimm dir eine verdammte Scherbe, richtig, sehr gut. Gut nachgedacht. Verdammt. Oh, fuck, wir haben nicht viel Zeit. Wasser kommt schon rein, glaube ich. Okay, immer mit Ruhe. Jetzt müssen wir gucken, kriegen wir sie hier ab? Erstmal in eine bessere Position bringen. Nein, was machst du denn? Noch nicht die Scheibe auftreten. Erstmal gucken, Lauren, dass wir aufwachen. Sie hier rauskriegen. Lauren. Na, komm schon. Wir können sie ja nicht hängen lassen. Oh fuck. Okay, jetzt wird's spannend. Komm schon, Scott. Okay. Und jetzt ab dafür. Puh, das war knapp. Lassen Sie doch nicht da drin, ey. Wir sind Partner, verdammt nochmal. Mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bringe Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Holy shit, okay. Okay. Die beiden haben es gerade nochmal bestanden. Sie hat vielleicht ein bisschen Wasser geschluckt, aber ist auch das Einzige. Gucken wir mal, dass wir sie auf jeden Fall in Sicherheit bringen, dass wir sie bei sich irgendwo einschließen. Und dann bin ich mal gespannt, was er zu erledigen hat jetzt oder wo er jetzt gerne hingehen möchte. Er hat Termine, er ist ein beschäftigter Mann. Ja. Das bist du wirklich, Scott. Wie lange lädst du denn? Holy shit. Dankeschön. Schwimmlehrer. Aber gut hinbekommen. Oh, okay. Er steht nämlich vor Gordy Kramers Anwesen, so wie das hier aussieht. Ich verstehe, was er regeln will und ob wir das regeln können, schauen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.